Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal von Clash Tags. Freunde, es gibt wieder neue Infos und zwar zur Season 4. Leute, ganz, ganz wichtig, wenn ihr auf dem Kanal noch kein Abo dagelassen habt, macht das unbedingt und aktiviert auch super, super gerne die Glocke. Dann kriegt ihr alle Infos zu Season 4, allgemein zu Rocket League. Ihr seid immer auf dem neuesten Stand. Super gerne abonnieren, Glocke aktivieren. Und ganz wichtig, diesen Mittwoch zur neuen Season am 11.8. kommt auch noch ein TW Dominos Giveaway. Deswegen schaut da alle vorbei. Und ganz wichtig, Creator Code CLASHTOGS YT eintragen, wenn ihr euch den Rocket Pass kauft. Und genau darum geht es heute, um den Rocket Pass in Season 4, Leute. Und zwar, Freunde, wir befinden uns jetzt hier gerade im Replay-Modus. Und man sieht jetzt hier schon an den Maps, an den Rändern, die Werbeplakate. Und zwar hat Rocket League zur neuen Season Pass nicht irgendwie einen Beitrag oder so gemacht, sondern wie sie es oft machen, mit so einem Werbeplakat. Und zwar sehen wir hier schon überall Season 4, Rocket League Season 4. Und wir sehen hier zwei Plakate. Einmal ist es das und einmal ist es das dort hinten. Ich weiß nicht, ich bin nicht so gut im Replay-Modus, ob man irgendwie schneller fliegen kann. Wir verfliegen hier ganz kurz hin und jetzt sehen wir das hier. Und das ist nicht irgendwas, sondern das ist das neue Auto für den Season Pass in Rocket League. Ich verändere mal ganz kurz die Szene, dass wir das komplett sehen. Und zwar sehen wir es hier nochmal komplett. Das Season Pass Auto von Season 4. Für mich ist es ein extrem schnickes Auto. Was uns direkt auffällt, Freunde. Wir sehen hier die Wilder Westen Thematik wieder mit eingeführt. Wir sehen hier wieder wunderschön die Wüste, die Berge im Hintergrund. Wieder auch der Ball hier ganz oben links, den wir auch aus dem letzten Video kennen, der zwischen den beiden Bergen eingeklemmt ist, sehen wir ja auch wieder. Aber was haben wir hier? Wir haben hier ein Twinsy-Auto. Nur ein bisschen cooler. Richtig geil, so im Western-Look als Wüstenauto gehalten. Mit hier vorne noch so Stacheln. Ich weiß nicht, was das da vorne noch für eine für so eine Gaskartusche oder so, könnte ich mir vorstellen, dass es ist. So überall mit diesem Überrollschutz und so. Extrem coole Räder, sieht man auch noch einzeln. Die ganzen Stacheln und alles. Hinten noch ein extrem geiler Boost. Sieht für mich so ein bisschen aus wie so, weiß ich nicht, so ein kleiner Feuerboost. Was auch immer, aber sieht für mich eher so ein bisschen flüssiger aus. So wie, weiß ich nicht, ich kann es nicht beschreiben, aber man sieht's und ich glaube, der könnte extrem cool werden. Hier auch mit dem coolen Reifen. Ich sage euch ehrlich, Leute, ich will auch natürlich wieder eure Meinung in den Kommentaren zu dem neuen Auto hören. Ich finde es geiler als das letzte. Ich finde es noch geiler als das letzte Rocket Pass Auto und ich fand das letzte schon sehr, sehr cool. So, gehen wir aber weiter. Wir haben jetzt hier, also das wird das Pass Auto sein. Da kommen dann natürlich alle verschiedenen Farben, alles rein. Aber jetzt hier nochmal zum anderen. Und zwar sehen wir hier sofort, was uns sofort ins Auge sticht, hier über als Dachaufsatz so ein Cowboy-Hut. Und dann das Ganze auch noch mit so einem Umhang. Ich weiß nicht, ob der Umhang dann als Dachaufsatz dazugehört, also zu dem Hut, oder ob das vielleicht so ein extra Ding ist für eine Antenne oder so. Ich finde das extrem geil hier mit dem Cowboy-Hut, was auch nochmal natürlich komplett auf den Wilden Westen schließen lässt. Also mit Galaxy wird wahrscheinlich eher nichts, aber es kommen auf jeden Fall einige Galaxy-Items rein. Deswegen schauen wir mal. Und dann hier noch eine extrem coole Lackierung, die auf jeden Fall sehr, sehr clean meiner Meinung nach aussieht und auch wieder ein bisschen diesen Wilden Westen-Look wieder aufnimmt. Und dann die Räder, weiß ich nicht, sind jetzt nicht die allercoolsten, aber können wir auf jeden Fall machen. Die hier sind auf jeden Fall tausendmal cooler. Ja, das sehen wir jetzt hier alles. Also quasi, das alles wurde geleakt zur Season 4 Rocket Pass. Wir sehen natürlich hier auch wieder einen Boost bei dem Hinteren. Das könnte so eine Art Datenstrom sein in weiß. Finde ich eigentlich auch ganz cool. Gerade hier bei dem Cowboy-Hut finde ich auch geil, dass dieser Ring da richtig geil am Leuchten ist. Also man muss sagen, Leute, Rocket Pass Season 4, ich bin geisteskrank hyped. Ganz wichtig, Freunde, wir werden natürlich auch wieder den Rocket Pass verlosen. Alles im Stream dazu. Deswegen, Leute, Glocke aktivieren, abonnieren. Super gerne auch dem Video ein Like da lassen, ne? Ganz, ganz wichtig für den Algorithmus. Viele Leute vergessen das, gucken sich das Video an, vergessen dann zu liken. Würde mich sehr, sehr doll supporten. So, Leute, aber ich würde sagen, das war es eigentlich schon. Also wir sehen natürlich wieder, jetzt ganz nochmal zusammengefasst, wir sehen natürlich wieder Thema von der neuen Season wird Wilder Westen sein, allgemein so Wüstenthema. Ich weiß nicht, ob das im Hintergrund sogar vielleicht schon eine neue Map ist, ob so vielleicht eine neue Map in Rocket League aussieht. Könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass sie das einfach machen. Aber wir bleiben gespannt. Leute, super, super gerne. Schreibt eure Meinung zu dem neuen Rocket Pass Auto in die Kommentare. Das würde mich sehr, sehr freuen.
Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt, neuer Slashdogs Video oder neuen Stream. Leute, wir sehen uns. Haut rein. Ciao, ciao.